Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Wir schauen mal hier rein zu den legendären Autos. Es sind neue Fahrzeuge gekommen und wir brauchen für die eine Trophäe mit den drei legendären Fahrzeugen eben den Jaguar XJ13. 12 Millionen. Ich habe drei. Ja, schon weiter Sprung. Ich weiß auch gar nicht genau, wie lange immer die Autos da bleiben. Eine Woche oder zwei. Das heißt, die große Frage wird sein, ob wir das überhaupt schaffen in dem Zeitrahmen, bis es wechselt. So, das heißt, wir müssen dann auch mal ein bisschen Gas geben. Wir schauen mal wieder nach Amerika rein. Willow Springs haben wir soweit durch, aber für mich wäre es natürlich die Frage, irgendwelche Rennen zu machen, die viel Geld bringen. Wobei halt Fisherman's Ranch, oh, halt schon übel ist, oder? Glaube ich halt schon. Was haben wir hier für Streckenerfahrung? Oh, Colorado Springs haben wir sogar schon. Okay. Ja klar, okay, hier gibt es, glaube ich, gar nichts. Oder das hatten wir schon. Ja, es war relativ easy. Daytona, wie sieht's denn da aus? Aber eigentlich nur 800.000. Hört sich ein bisschen wenig an. Wenn wir in Fisherman's Ranch reinschauen, dann sind es halt 2 Millionen. Aber das ist halt auch eine krasse Strecke, glaube ich. Bei Watkins Clan, glaube ich, ist auch nicht so viel. 1 Million aber. Dann gehen wir da rein. Oder eher gesagt sogar 1,2 Millionen mit den ganzen Sektoren. Drei Sektoren. Wow. Der erste Sektor ist quasi eine Kurve. Das ist nur die Frage, ist die Kurve einfach oder nicht? So. Fahren mit einem Genesis X aus der Gruppe 3. Dann natürlich die Frage, wie schwer oder einfach das ist. Was haben wir dann hier? Ja, doch, es gibt schon direkt die Goldmedaille. Weil ich sage, ich bin die Strecke, glaube ich, schon ein paar Mal gefahren. Manchmal ein Online-Rennen. Es gab aber, glaube ich, auch dieses Online-Zeitrennen. Da muss ich sagen, die erste Kurve, ja, da hatte ich, glaube ich, auch immer ein bisschen Probleme. Wobei, ja, zweiter Sektor oder doch im zweiten Sektor ist auch noch ein bisschen interessant. Dritter Sektor, schauen wir da mal. So, lief aber schon mal ganz gut hier, der erste Versuch. Alter, wenn ich hier auch in 10 Minuten 1,2 Millionen bekomme, das wäre ja auch übel. Das wäre richtig übel. Okay, jetzt war es vielleicht ein bisschen früh gebremst. Ich weiß nicht, ich bin hier immer entweder zu schnell oder zu langsam. So was anderes gibt es irgendwie bei mir nicht. Und die Kurve muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Ach, das ist auch noch eine andere Streckenversion. Das hier die lange. Okay. Aber sollte jetzt ja auch nicht so schlimm sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu spät raus beschleunigt war. Wir schauen auf die Zeit. Ja, das reicht gar nicht. Alter, eine Sekunde zu langsam. Nicht mal Silber bekommen. Okay. Alter, wo fehlt eine Sekunde? Natürlich schon sehr übel. Ist hier schade, dass hier keine Zeit angezeigt wird. Oh, wir sind ja auch noch voll gleich. So, jetzt ein bisschen besser. Aber schaut natürlich noch keine Sekunde. Absolut nicht. Alter, schalt. Da ist nicht mal eine Wagenlänge zwischendrin. Jo, die letzte Kurve verkacke ich auch noch. Okay, das ist eigentlich noch fast die gleiche Zeit. Minimal verbessert. Okay, also der zweite Sektor, der hat es dann so ein bisschen in sich. Nichts hier mit 10 Minuten und 1,2 Millionen Absahnen. Hier komme ich aber weit raus. Guck mal, jetzt bin ich schon bedeutend schneller gewesen. Ich habe jetzt hier in der Kurve auch noch Zeit verloren. Alter, wie er wieder rangekommen ist. Die letzten zwei Kurven richtig verkackt.
ein bisschen besser, aber ich war nach dieser Schikane bedeutend weiter weg. Muss man auch noch dazu sagen. Also in der Schikane habe ich gut Zeit rausgeholt und dann in allen Kurven noch so ein bisschen Zeit verloren. Wenn ich sogar ein bisschen abkürzen. Jetzt komme ich halt zu weit raus. Mal hier zum Beispiel, wenn ich da so weit in der Mitte bin oder fast schon Richtung Außen. Das ist halt gar nicht so gut. Guck mal, wie ich hier innen durchziehen kann. Okay, raus beschleunigt. Ja, okay, geht einigermaßen. Alter, jetzt hier wieder. Alter, ist der schon wieder so nah dran? Gibt's ja gar nicht. Oh je. Also ich hoffe mal, dass der. Also erste Sektor lief ja ganz gut. Ich hoffe jetzt mal, dass der dritte Sektor auch ganz gut läuft. Damit wir halt in der Runde, wo wir dann fahren, quasi mit dem ersten und dritten Sektor den zweiten ein bisschen ausgleichen können. Das wäre schon sehr wichtig. Es ist halt immer nur so, er klebt mir halt einfach am Heck rum. Richtig übel immer. Das ist mein Problem. Ich werde immer so ein Stückchen besser, aber es fehlen halt immer noch über, ja, fast 3/10, wollte ich schon sagen, über 2/10, aber es sind ja 287, sind ja fast 3/10 dann. Es wird immer ein bisschen schneller, aber ich weiß halt immer, wo ich das Zeug rausholen soll. Oh je, viel zu früh gebremst. Ja, guck mal, dann kriege ich die Kurve gar nicht. Der Witz ist jetzt eigentlich, wenn ich auf die Wiese komme, dann tut es automatisch beenden. Aber die Korps, die sollte ich, glaube schon noch mal ein bisschen besser nutzen. Kann ich nutzen, sagen wir so rum. Sehr früh gebremst. Gar nicht so gut. Jetzt komme ich doch ein bisschen weit raus. Eigentlich noch einigermaßen gleich geblieben, wo sich die Kurve gar nicht so gut angefühlt hat zum Fahren. So, hier wieder aufgeholt. Reicht es? Alter. Immer noch nicht. Eieieiei. Also je nachdem, wie die Runde dann läuft, weiß ich vermutlich, Sektor 2 ist das Problem. Wobei, Sektor 3 bin ich jetzt ja auch noch nicht gefahren. Oh, viel zu viel gebremst eigentlich, aber wir können ein bisschen innen durchziehen. Aber es reicht halt nicht. Guck mal, wie ich halt wieder aufgeholt habe. Auch schon in der anderen Kurve war das so ein bisschen so. Dass man gesagt hat, ich konnte nur mal gut was aufholen. Aber naja, dann lasse ich halt auch übelst Zeit liegen. Alter, es reicht halt immer noch nicht. Immer noch so ein kleines Stückchen. Ich würde es mal sagen, so eine halbe Wagenlänge muss ich ein bisschen, muss ich schneller sein. Dann sollte es klappen. Sieht eigentlich, glaube ich, schon mal ganz gut aus. Sollte ich halt die anderen Kurven nicht verkacken. Das hat sich jetzt nicht so gut angefühlt. Ja, da kommt er schon. Ja, schon fast die halbe Wagenlänge wieder weg. Oh, viel zu. Ah, verdammt. Ja. Komm on, ich fahre einmal hier. Kann man vergessen. Nochmal neu versuchen. Die Schikane war ganz gut. Und dann dachte ich mir so, shit, jetzt muss ich alles halten.
Alter, wie er durchgeschossen kam. Ah, toll. Guck mal, wie weit da vorne ist. Jetzt noch eine Kurve. Ah, komm, unser Minimum. Ah, egal. Ich habe an manchen Stellen immer gut aufgeholt und dachte so, ja komm, das reicht noch, den kriege ich noch irgendwie. Aber es hat sich immer so ein bisschen, es ging immer so hin und her. Das war das große Problem dabei. Jetzt bin ich halt echt fast schon wieder zu weit weg. Jetzt kann ich wieder knicken. Immer hier an die Bande. Nochmal neu versuchen. Dieser blöde, beschissene zweite Sektor, Leute. Der nervt mich ja mal richtig hier. Ah, das sieht man ganz gut aus. Okay, letzte Kurve. Keine großartigen neuen Versuche. Oh, okay, was war das? Was war das? Ja, und der zieht halt innen durch. Wie gesagt, wenn ich da vorne bin, dann mache ich immer einen Fehler. Eigentlich muss ich ja nur halten. Konzentration. Alter, wir sind wieder gleich auf, oder? Es geht einigermaßen. Nur auf der Minimap so ein bisschen geschaut. Er beschleunigt noch besser raus. Ah, oh, wie mies. Also ich glaube, diese halbe Wagenlänge, wo ich nach der Schikane und nach den nächsten ein, zwei Kurven hatte, das hätte ja gereicht. Aber dann gegen Ende. Ich fahre halt hier nicht mal schön die Schikane. Hat auch so ein Punkt eigentlich. Im Online-Rennen hätte ich schon längst irgendwie Zeitstrafen bekommen. Aber ich werde... Also es wird nicht zurückgesetzt. Es wird nicht beendet. Jetzt haben wir mal schön vorne. Dann muss man das halt mal hier ausnutzen, oder? Weil ich glaube, das Gefühl habe, gerade auch online, ich glaube, die Schikane kann man schon ein bisschen aggressiver fahren. Weil ich da auch meistens online Zeit verliere. So, 3/10 schneller. Bitte nicht erneut versuchen. Und ab in Sektor Nummer 3. Ja, sind wir schon längst über die 10 Minuten rüber. Leider, aber jetzt mal gucken, ob Sektor 3 relativ einfach geht. Und dann die Runde, ja, okay, die Runde ist halt die Frage. Wegen dem zweiten Sektor, ja, die Kurve war jetzt noch nicht so gut. Die Runde wird halt fraglich wegen zweiter Sektor. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber die Frage ist halt, ob man Sektor 1 und 2 das so ein bisschen ausgleichen können. Ich glaube, hier muss man gar nicht großartig bremsen. Ein bisschen vom Gas runter vielleicht leicht anbremsen. Habe ich schon ein bisschen früh gebremst. Ja, wo kommt die Ziellinie? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ne, es ist schon auch ein bisschen schlecht. Ja. 8/10 fehlen noch, aber gerade auch die erste Kurve habe ich total bescheuert genommen. Gar nicht gut. Muss man auch ein bisschen dazu sagen. Die war jetzt aber auch noch nicht ideal.
Es sind aber keine 8/10 hier. So, die kann man natürlich nochmal bedeutend schneller nehmen. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Weiß nicht, ob das reicht. Oh, es reicht sogar noch nicht mal. Das gibt's doch nicht. So knapp. Habe ich da 400 irgendwo liegen lassen. Das ist natürlich sehr mies. Kam gerade sehr nahe, gell, der Ghost. Es hat wirklich nur so ein bisschen. Bin halt immer noch so ein bisschen vorne. Einmal so ein bisschen zu früh bremsen oder zu spät Gas geben. Und dann wäre es halt weg mit der Zeit. Aber es sieht immer ganz gut aus. Was waren es jetzt? 3 Versuche oder so? Für die goldene Sektorenmedaille. So, und jetzt sind wir gespannt. Jetzt geht's in die Runde rein. Wie gesagt, Sektor 2. Sektor 2 wird das Spannende, hey. Ob wir es da alles hinbekommen. Dann kann man die erste Kurve auch noch verkacken. Oder hier die. Wobei, müssen wir gucken mit dem Fahrzeug. Wie war denn das? Die sind wir gar nicht gefahren hier, die 2 Kurven. Aber hier... Oh. Ein gutes Fahrzeug, man kann hier einfach mit Vollgas durch. In dem Online-Rennen waren die Fahrzeuge ein bisschen kräftiger und dann musste man ein bisschen vom Gas gehen. Das war ein bisschen mies. Aber wenn man hier schön mit Vollgas durch kann, ist es halt ganz geil. So, keine Ahnung, ob die Schikane jetzt halt gut oder schlecht war. Aber wir werden es am Ende sehen. Und dann schauen, wie viel Zeit wir benötigt haben und ob es reicht oder ob wir halt dann einen Ghost haben und dann gegen den fahren können. Und dann können wir es ja ein bisschen abschätzen. Sich bis jetzt alles eigentlich ganz gut angefühlt hat, außer die Kurve hier. Die war ein bisschen weit raus. Weiß auch nicht, ob die jetzt so gut war. Also Sektor 1 und 2 hat sich eigentlich relativ gut angefühlt. Irgendwie Sektor 3 fühle ich gerade gar nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Weiß nicht, Sektor 3 hat sich ganz komisch angefühlt. Alter, 2 bis 3 Zehntel. Und ich würde fast sagen, also es kommt jetzt drauf an, wie wir jetzt fahren, aber ich meine, am meisten Zeit habe ich im Sektor 3 liegen lassen. Seltsamerweise, obwohl ich ja das Gefühl habe, in Sektor 2 so schlecht zu sein. Alter, das sage ich halt, erste Kurve, richtig übel. Natürlich die Frage, ob wir das noch einholen können. Ich würde mal sagen, ich schaue mal nach der Schikane, wie es ausschaut. Da müssen wir mal ein bisschen schauen. Oh, ja, toll, ich komme hier weit raus. Kann ich gerade ganz rausfahren. Vor allem, wenn halt schon die allererste Kurve ein riesen Nachteil mit drin ist. Und dann noch die ganze Strecke kommt. Alter, okay. Ich habe weniger gebremst. Aber halt beim Rausbeschleunigen nicht so gut gewesen. Man fährt halt schon wieder so weg. Das Rausbeschleunigen aus der ersten Kurve macht, glaube ich, schon einiges aus. Jetzt krieg ich noch... Oh, jetzt, okay, ich krieg wirklich eine Strafe. Ach, jetzt muss ich vom Gas gehen und dann geht die Strafe wieder weg. Das ist ja mal lustig.
Das ist ja auch mal lustig. Ansonsten kriege ich... Guck mal, jetzt ist wieder die Zeit ein bisschen runtergegangen. Aber wie soll ich eine Sekunde reinholen und noch den Ghost überholen und noch ein bisschen schneller sein? Das ist natürlich vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ich muss halt auch zugeben, ich habe absolut keinen Bremspunkt von der ersten Kurve. Einfach nur so Gefühl. Wobei, bei einem ersten Mal hat es sich eigentlich ganz gut angefühlt. Ich glaube, beim 200er-Schild ist schon... 200er-Schild ist schon ein bisschen zu spät. Also vor dem 200er-Schild. Mal schauen, aber die sind so klein, ey. Jetzt fährt er halt trotzdem wieder weg, gell? Die Sau. Das war ich eigentlich selber. Ist ja das Üble dabei eigentlich. Dass ich ja schon so gefahren bin. Aber rein theoretisch, wenn ich jetzt vielleicht den Abstand halten kann und dann halt Sektor 3 ein bisschen besser fahre. Ich glaube, Sektor 3 war schon... Sektor 3 war, glaube ich, schon miserabel. Oh Mann, wir fahren jetzt hier mal ein bisschen weiter. Sektor 2 bin ich, glaube ich, auch ganz gut gefahren. Aber wirklich mal interessieren, wie Sektor 3 aussieht. Ja, weiß nicht. Ich bin Sektor 2, glaube ich, so gut gefahren mit dem Ghost. Das scheint leider ein bisschen schade. Aber hier auch wieder so ein bisschen kacke, gell? Die Kurve. Irgendwie. Na, jetzt komme ich auch weit raus, hey. Kann man ja gerade vergessen. Wieso bin ich in dem ersten Versuch eigentlich so gut gewesen? Und jetzt geht gar nichts mehr. Bisschen besser wie die anderen Versuche. Aber halt trotzdem langsamer, gell? Das ist das Problem hier. Es wäre geil, wenn der Ghost Windschatten geben würde. Das wäre halt schon ganz cool. Alter, wie es denn dich rausdrückt und man Geschwindigkeit verliert. Und dann sollte man eigentlich ja bremsen. Und dann denkst du nur so, wieso bremsen, wenn ich eh schon Zeit verliere? Das ist halt das richtig miese dabei. Ich bin halt schon nah dran, gell? Aber es bringt mir halt nicht viel, weil ich muss halt... Eigentlich sollte ich so viel weiter vorne sein. Mal die Kurve war doch jetzt mal richtig schön, hey. Und die? Nicht so geil. Wobei, die war vom Ghost doch ein bisschen kacke. Die war vom Ghost auch kacke. Die war vom Ghost auch kacke. Die war von mir ein bisschen kacke. Boah, das muss doch reichen, Leute. Das sollte... Alter! Wollt ihr mich verarschen? Auf den Punkt! Also ich hab's ja schon mal irgendwo gesehen, so... Keine Ahnung, so 0,002 oder so. Aber genau die Zeit... Wollt ihr mich verarschen? Das kann's doch echt nicht sein. Genau die Zeit. Puh, Alter. Was war das gerade? So, 4 Sterne. Okay, also über 5 hätte ich mich mehr gefreut. So, 200.000 für Bronze und 1.000.000 für Gold. Sehr schön, dann sind wir bei 4,2 Millionen, oder? Müssten wir sein. Ja, ganz knapp. Fehlt noch ein bisschen was.
Ja, und wir sind immer noch fast auf der Rechnung, gell? Also das hat jetzt ein ganz kleines bisschen länger gedauert. Letztes Mal habe ich doch gesagt 600.000 in 10 Minuten, jetzt haben wir 1,2 Millionen in 20 Minuten. Das wäre so schön gewesen, also in 10 Minuten diese 1,2 Millionen zu holen, aber hat halt leider nicht gereicht. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin wieder schauen und reingehauen.